So, jetzt hier, herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Fallout London hier bei mir auf dem Kanal. Und ja, wir sind nach der Schnellreise, letzten Folge haben wir ja am Ende der Schnellreise haben wir uns da ja dazu entschlossen, ja, die Folge zu beenden. Die war zwar nicht so lang, aber dafür waren neulich, da war eine Stundenfolge dabei, also muss auch ein bisschen ausgleichen. Also, jetzt gehen wir. Wir sind ja schon bei Folge 112, also. Es läppert sich ganz schön, das Spiel. Wow. Wait for slumber. So. Alle gewesen sein, ne? Wenn die Typen auf den Rucksack schießt, dann explodiert er. Hätte ich nicht gedacht. In die Richtung müssen wir, aber wir müssen hier durch, glaube ich, oder? Ich glaube, ja. Ich weiß überhaupt nicht, ob wir von hier so überhaupt hinkommen, da. Was ich nur jetzt beim... Ich habe mal ganz kurz geguckt gerade. Und es ist wohl so, dass es da noch ein Settlement gibt. Das können wir uns dann auch holen, wenn wir hier sind. Eigentlich. Chemiestation, aber kann ich nicht benutzen, weil im Kampf. Waffenwerkbank, die ich aber nicht benutzen kann. Lederstuhl. Mhm. Superkleber. Den Shit kannst du behalten, das brauche ich nicht. Da liegt Munition, komme ich da dran? Nee. So, dann sind wir hier durch. Oder auch nicht. So, bringt das jetzt weiter? Ich weiß es nicht. Vielleicht sollen wir hier drauf gehen. Also, drauf gehen. Und dann hier langlaufen an der großen Straße. Ich weiß nicht. Wir probieren das anders, weiß ich jetzt auch nicht, wie wir das machen wollen. Battlesea Park. Ich glaube, das habe ich gelesen. Wow, ein Famish. Das sind diese größere Ghule. Bisschen Steak hat er dabei und Fleisch. Bisschen Steak und ein bisschen Leder. Das ist ein Roboter. Die haben meistens irgendwie Vakuumröhren und so ein Kram, aber der hat nichts. So, kurz auf die Karte gucken. Nicht, dass man jetzt, ja, jetzt müssen wir hier nach links. Das ist der Plan. Hier nach links. Und dann stellen wir uns in eine Bushaltestelle, warten auf den Bus. Der wird dann bestimmt kommen in den nächsten 1-200 Jahren und dann fahren wir mit dem Bus dann weiter. Wir können natürlich hier alles looten jetzt, aber dann kommen wir nicht mehr bei unserer Quest an. Deswegen lassen wir das mal links liegen. Oh. So, da ist die Brücke, die kaputte. Die Nase des Königs. Das sieht sogar echt richtig aus, was ich hier mache. Aber das kann sich ganz schnell ändern. Da stehst du aber immer vor irgendeiner Mauer, wo du nicht drüber kommst und fertig. Das ist ja ein Fallout London Special. Hier haben wir dann einen Schnellreisepunkt, falls wir da hin müssen, zur Nase des Königs. Wir können das so nur so spielen, dass wir das so lassen. Für mich persönlich würde ich natürlich das überall gucken erstmal, wenn ich jetzt alleine spielen würde. Was sind das für Leutchen da? Ich habe hier keinen Trigger bei denen. Kann ich hier rüberhüpfen oder ist es eher schlecht?
Oh, Mr. Jangles. Oder Bobo, der Mondaffe. So. So, ich gehe mal hier lang. Ich kann mir da unten natürlich alles jetzt noch angucken. Was lassen wir jetzt mal sein? Oh, geiler Einkaufswagen. Kill them fucking dead. Must have something worth a few tickets. Der größte Magazin rein. Die Knarre ist echt gut, weil der kannst du schnell schießen. Und die Munition ist billig. Da habe ich, guck mal, über 900 davon dabei. Und da ist natürlich alles zu da. Aber da ist eine, da drüben ist eine Mauer. Ja, das passt. Da müssen wir aber hin. Ich glaube, wir haben dann hier einen Schnellreisepunkt. Dass wir da nicht immer hier lang laufen müssen. Aber es sieht gut aus. Es sieht gut aus, dass wir richtig sind. Langsam haben wir Erfahrung mit dem Spiel. Ich will das so ein bisschen einschätzen. Die Zementfabrik. Wow. Mehrzweckprotektor. Das bringt, bei denen bringt es nur Nahkampf. Hey, ich will auch mal. What? Alter, was hat denn der für ein Wumms? Oder war ich angegriffen? Ich weiß es nicht. Kleine Ladezeit, mal Schnitt. So, sind wir zurück. Bin wir schon allein dahin gelaufen. Wir mussten den ganzen Weg wieder herlaufen. Ich muss noch kurz schnell speichern. Kriegen wir echt keinen Schaden, die Dinger, ne? Was? Ach, warte mal, Elektrogun vielleicht. Ja, Mann. Es lohnt sich immer, so eine Zap-Gun dabei zu haben. Wir müssen schnell Loot holen. Sonst gibt's hier nichts. Er ballert hier. Also ich habe das Geschütz gesehen, aber wo ist es? Ach da. Da ist noch eins. Ekliger Scheißwurm. Gucken wir mal den Loot. Aber den Wurm. Kira the Adventurer. Kira the Adventurer. And the Sidekick. So, sind wir noch richtig hier an der Stelle? Hier ist ein Parkhaus. Oh ja, sieht gut aus. Hier ist ein Parkhaus. Und da vorne kommt bestimmt ein Tor, oder? Ein großes Dings. Ich denke mal, hier kommt bestimmt ein Tor. Oder? Hier ist ein Tor. Du kannst in diese Richtung nicht gehen. Da ist es. Okay. Ja, ach, die Kneipe ist hier. Ich dachte, die ist im neuen Gebiet. Okay. Na dann. Angezogen sind wir ja. Alter Käse von Cheesery. Old Cheese of Cheesery. Okay, manche Witze kommen natürlich durch das Deutsche nicht raus, ne? Ist ja ganz klar. So, da gehen wir mal rein. Und gucken mal, was die zu sagen haben. Bin gespannt. Ich mache einen kleinen Schnitt an der Stelle. So. Darf ich immer mit Waffen rum hier? Und Bögen. Jetzt gehen wir mal hier hin.
Guck, das geht. Hey, Levi. My name is Benjamin, Benjamin Gale. I'm a Levy. Care for a game of cards? Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Mein Name ist Esitas Woodsmith. Ihr Name ist Jeff Mutt. Zack Lloyd hat mich geschickt. Okay, ich sag mal so. Was ist eine Abgabe? Referred to the poorly trained peasants conscripted by noblemen. Here it's what Camelot calls its lower ranks. Insulting, really, if you think about it. Okay. Well, thank God, a real human being. Don't worry about anyone listening in. They're too busy listening to themselves. Lloyd says you're looking for a spy. I'm afraid I won't be of much help. If you've been around these people as long as I have, you'd know their ignorance to the cloak and dagger approach. Then again, anyone worth their salt around here won't talk to the likes of a Levy. The Knights of the Round Table are secretive. I've been working on getting information out of Lancelot. He's in here a lot. He's a degenerate drunk, so I thought it would be easy. No such luck. He'll go on drunken tirades about some inane childhood trauma or his long-lost love in the city. But not a peep of anything relevant. Bastard. Okay. Es ist wahrscheinlicher, dass einer der anderen Ritter redet. Ist es wahrscheinlich, dass einer der anderen redet? Vielleicht haben sie die Identität des Spion im Bergfried aktenkundig. Vielleicht solltest du deinen Laster nicht verurteilen. Lloyd sagte, du bist ein zwanghafter Spieler. Wie könnte mir Lancelot zum Reden bringen? Vielleicht ist das Identität im Bergfried aktenkundig? Das glaube ich auch nicht. Ein Versuch war es wert. It took a seriously drunk knight reminiscing about his past to let slip the names of the Knights of the Round Table. Their real names. It's a shame. Poor old sod got himself killed in a duel recently. He was always up for telling stories. Even if they weren't helpful, they were interesting. Okay. Ist es denn wahrscheinlich, dass einer der anderen Ritter redet? Lancelot's definitely the weak link. Doubt it. Alles klar. Wie können wir Lancelot zum Reden bringen? And no, I'm not joking. If we're going to get anything out of him, let alone find your spy, we'll need to do something drastic. We have to capture him and bring him back to Cable Street. Then we can extract information out of him the easy way. Because he did let one thing slip. Lancelot will be going on a little excursion to clear out a few ghouls from a nearby church. The lack of severity this task requires means he will likely only bring a few men to back him up. If I'm one of those men, and you and some of our comrades are waiting for them instead of ghouls, capturing Lancelot should be easy. I'll send word to Horatio. He'll give us the manpower we need to pull this off. Okay, es gibt einen Plan, was soll ich tun? The priority is to take care of that church's ghoul problem. I'll sweet talk Lancelot. Make sure I'm on his expedition. Should be easy. I'll spout some rubbish about how eager I am to prove my valor. Wir machen quasi eine Honeycomb. Ah, schon coole Klamotten, was die hier haben, ne? Ich will mal nicht so viel rumlaufen hier. Wir gucken uns das alles an, wenn es soweit ist. Eleanor, die Barkeeperin. Okay. Läuft nie mit dem Bogen hier rum. So, auf nach London. Wir müssen uns um das Ghoul-Problem kümmern. Und dann bringt er den Lancelot ran. Und dann werden wir Lancelot in Gefangenschaft nehmen. Ich könnte jetzt schon kotzen, ganz ehrlich. Ich mag diese Bande nicht von ekeligen Faschisten. So. Ach, da, Ghule töten, bla bla. Jetzt ist gleich um die Ecke hier. Ich mach mal das Licht an, damit ihr besser seht. Naja, laber doch nicht dumm. Scheiß Roboter. Robotnik. In den 90ern war das auch ein Wort für arbeiten gehen, Roboten gehen. Das glaube ich Udo Lindenberg erfunden, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Ist die Frage, wie wir da hinkommen, ne? Ist ja alles echt abgerissen hier. Sind die böse? Nee, ne? Oh, doch. Aua.
Aua, aua. Oh. Aua. Dreckigen Arschlöcher, Mann. Ich hab denen gar nichts getan, gell? Und die will ich direkt immer schießen. Immer nur schießen, immer nur ballern, ballern, ballern. Nehmen wir nichts mit, außer den ihren Zeug aus der Tasche. Zum Grillen habe ich jetzt auch gerade nichts. Was ist das hier? Ach geil, eine Toilette. Eine selbstgebaute Toilette. Oh. What the fuck? Nee, glaub ich nicht. Ich seh den nicht. Komm vor mit deinem Köpfchen. Lassen wir doch an. Oh nein, ich bin voll. Kira, komm mal her. Kiri. Kiri, Kiri, Kiri. Da gab es auch mal eine Werbung. Wie geprägt man von Werbung ist, ne? So, ich gebe dir mal ein bisschen Schrott. Ja, zerlegen. Ich habe übrigens habe ich die gestern in der letzten Folge habe ich ja mein Zeug habe ich gesagt, ich habe mein Zeug weggebracht. Und ich habe sie nach Hause gebracht, ins Hauptlager sozusagen. So. Oh nein. Hab ich dir jetzt mein Zeug gegeben? Ja. So mehr kann die nicht tragen, die ist voll. In die Richtung, ich muss kurz mal mich wieder anziehen. Und ich möchte gerne mal diesen Shit loswerden von denen. Dass wir wieder ordentlich tragen können, das ist doch scheiße hier. Ja, jetzt sehen wir wieder aus wie ein Mensch. Oh. My senses are tingling. Okay. Lass tingeln. Von da kommen sie. Kein Arschloch. Okay. Auf geht's. Soll der Müll behalten? Ich nehme die Munition mit und Dings. Kira ist ja auch schon voll mittlerweile. Das ist einer von uns. Einer war noch hier, ne? Ja. Hat aber auch nichts dabei gehabt. Okay, Rats, 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 Rats. So, wir müssen nach da. Oh oh. Mirror Lurks. Ich kann nicht sagen, dass ich das gut finde. So, ich guck mal schon auf die Map. Wie weit ist das noch? Das ist die Frage, wie wir da hinkommen, ne? Das ist auf jeden Fall eine Kirche. Das hat er ja gesagt eben.
Na, lass mich vorbei. Boah, ich muss das mal kurz mehr was zum Essen reinheilen. Reinheilen. Am besten hier irgendwie so ein Steak hier. Die wiegt nämlich ganz schön. Ich habe irgendwie so irgendwas Steak gehabt. Hier Queen irgendwas. Noch mal zwei Stück. In die Richtung müssen wir, aber wir müssen uns mal irgendwie auf die Straße zurückkommen. Ich müsste mal über die Brücke. Aber ich habe keine Ahnung, wie wir da hochkommen wollen. Warte mal, den habe ich doch erledigt, oder? Jo. Sehr gut. Wir müssen in die Richtung. Aber da kommen wir nicht lang. Wir müssen von rechts weg über die Brücke laufen. Da war die Kneipe, ne? Hier gibt's doch keinen Durchgang. Kann ich irgendwie da hinreisen, in die Richtung zumindest? Nö. Doch, warte, vielleicht, ich könnte hier zum Chain Homer da reisen und dann hier runterlaufen. Ich weiß nicht, ob ich die Brücke hier, ob ich hier wieder über die Brücke drüber wegkomme. Deswegen mache ich das schnell. Für euch dauert es nur eine Sekunde. Ich gebe mir schnell die Ladezeit und mache einen kurzen Schnitt. So, ging schnell. Schneller als ich gedacht habe. Und jetzt ist, glaube ich, die bessere Variante. Wir laufen jetzt auf der Straße lang und dann finden wir auf jeden Fall über den Weg. Ohne große Schwierigkeiten, denke ich mal. Und von daher ist das mir eigentlich die bessere Variante jetzt gewesen, als durch den Regen im Dunkeln zu irren und den Weg nicht zu finden. Weil man vielleicht gar nicht mehr drauf kommt auf die Brücken, das weiß man auch nicht. Deswegen bei Fallout immer auf den Nummer sicher gehen beim Weg, bei der Wegfindung. Weil hier dir ganz viel Steine in den Weg gelegt werden vom Entwickler. Macht natürlich auch irgendwo Sinn. Gerade jetzt in der Apokalypse. Da ist nicht alles, alle Wege ordentlich ausgeschildert. Alles ordentlich beschildert. Das wird da wahrscheinlich nicht so sein. Oder alles, oh, die ganzen Wege aufgeräumt, alles aus dem Weg geräumt. Das ist ein Diner hier, oder? Cool. Ich komme uns dann Schnellreisepunkt holen. Oder ist eine Tankstelle? Steht da einer? Ach, Camelot. Ist da. Ja, das passt. Wir bleiben trotzdem auf der Straße. Wir könnten jetzt gerne einlaufen. Es würde vielleicht sogar gehen. Und dann stehst du vielleicht da hinten vor irgendeinem blöden Zaun. Das sieht aus wie ein Vorort hier, ne? Von London. Ist das cool gemacht, echt. Mal schnell Ausdauer tanken. Ja, hier nach links. Da, an dem Auto vorbei. Ja, die Animation sieht aber gut aus für den Bogen. Ich hab den ja auch gekriegt. Bei irgendeiner Quest. Hier. Kann ich mal auf die 6 machen. Okay. War bloß lautlos auf jeden Fall, ne? Aber. Weiß nicht. Fallout. Und solche. Altertümliche Waffen passt irgendwie. Obwohl doch, macht natürlich Sinn, ne? Irgendwann ist die Munition alle. Wahrscheinlich wäre das schon lange der Fall. Also das ist alles ein bisschen übertrieben, sozusagen, denke ich mal. Da ist die Kirche. Wahrscheinlich wird sich ja keine Munition mehr finden. Nach vielleicht 100 Jahren oder so, weil es ist ja schon 300 Jahre her, der Fallout. Und da findest du keine Munition mehr, denke ich mal. Entweder die wird irgendwo hergestellt, was nicht so der Fall ist. Oder.
Die Leute müssen halt wieder auf altertümliche Sachen umswitchen. Oh. Ich hab's nur noch rausgecrappt. Ein paar sind noch. Hallo? Wow. Einer war da noch. Der hat sich versteckt. Oder Kira hat ihn erschossen und ich habe sie mitgekriegt. Wo soll er hin? Ist aber komisch. Steckt da ein Pfeil? Nee. Und ich will mal kurz die Kirche, kann man schnell mal abluten. Cracker. Experte. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Wir sind ja Experte, aber. Okay. Cool. Ich hoffe, ich kann tragen den Mist. Okay. So, haben wir alles. Hier ist auch nichts weiter. Hier ist auch nichts. Wir mussten für irgendein Dings muss man ein Buch finden. Ne? Ich habe gedacht, weil wenn wir jetzt einmal in der Kirche sind, für irgendeine Quest mussten wir ein Buch finden. Oder habe ich die schon gemacht? Kann sein, dass ich die schon gemacht habe. Dass das nur eine Verwechslung ist jetzt. Irgendwie so ein Gesangsbuch so zu finden. So, ich hau mir jetzt mal Hilfsmittel rein. Und dann gucken wir mal, wir müssen... Ach, zurück zu Jeff. Wir müssen zurück zu Jeff, aber wir können jetzt, glaube ich, eine Schnellreise machen. Wir müssen jetzt nicht den ganzen Weg laufen, das ist gut. Aber erst möchte ich einen Red Away. Und dann so ein kleines Rattensteakchen obendrauf. On top quasi. Als Topping. Was ist denn das? Ach hier, irgend so ein Reinigungsmittel. Ja, in der Apokalypse verschiebt sich natürlich deine Relation zum Thema Veganismus und ja, zum welches Fleisch man essen darf und welches nicht, ne? Das Wasser gut ist, ich will es lieber nicht nehmen. Nicht trinken. So, wir machen eine Schnellreise zurück zu Luke. Oh Gott, ich hätte es gar keine. Ach, der ist ja gleich um die Ecke oder was? Ist ja interessant. Ist man gar nicht so weit. Naja, ich glaube nicht, dass es Extraterrestrial Forces sind. Aber irgendwas Grünes gerade. Da. Quick, get them. Er macht nicht viel Damage. Aua. Aua. Wir kommen jetzt Kannibalen, Alter.
Aua. Pestbirne. Da drüben sind noch welche. Was hat er für eine Bombe jetzt geschmissen, Alter? Boah. Boah. Was war denn jetzt? Was hat mich jetzt getroffen? Das war ja hart. Ich hoffe, der setzt uns nicht zu weit zurück. Jetzt kommt dieses Camp, aber das war, da war irgendwas Grünes und dann dachte ich, Mensch, da muss man mal gucken, was da Grünes ist. Vielleicht ein grüner Ghoul oder sowas. Am Ende war es unser grüner Tod von oben. Der grüne Tod von oben war es. Sehr gut. Eigentlich sollen wir zu Jeff Matt zurück. Eigentlich. Ich mache mal einen Schnitt für die Ladezeit. So, kleine Ladezeit, weil ich musste leider die nochmal umbringen, die Ghule. Und jetzt sehe ich aber auch nicht mehr die Dings, ehrlich gesagt. Das Beef Eater Camp, ich weiß nicht mehr, wo das ist. In welche Richtung. Und wir müssen eh in die Richtung, deswegen gehen wir jetzt einfach, würde ich sagen. Vielleicht sind die auch gar nicht gespawnt, kann auch sein. Wir laufen jetzt mal zu unserem Punkt einfach. Ich kann es nicht, weiß es auch nicht. Wenn die nochmal auftauchen, dann tun die natürlich alle da zur Rechenschaft ziehen. Für unseren Tod. Da vorne leuchtet es grün, aber das ist, glaube ich, der Questpunkt. Das ist so ein grünes Schild. Das ist nicht, also nicht wie eben. Ich kann mal kurz gucken. Eben keine rote Markierung. Das sieht auch aus wie Camelot. Hey, Levi. I'm on the expedition, and Horatio's already on his way to Wandsworth. I trust the ghouls are no more. Die Ghule gibt es nicht mehr. Die Kirche ist bereit für einen Hinterhalt. Great. Everything's ready then. Your job is easy. Return to the church and wait for Horatio's arrival. Tell him that things are in motion and to be ready. There'll be three battle-hardened knights with us. Kehre zur Kirche zurück. Machen wir das mal. Ever vigilant. Ja, ja. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine gute Sache mit dem. Wir dürfen natürlich dann dieses Wissen um diesen Verräter, diesen Levi-Typ, um diesen Jeff Matt, dürfen wir natürlich dann nicht verwenden. Also wenn wir dann wirklich den Spielstand laden müssen, dann dürfen wir das leider nicht verwenden. Der hat ja auch einen Hinterhalt gelegt. Hat aber vergessen, wann der Punkt war zum Eintreffen. Oh, Five's Column. Oh. Die gehören zu uns. Gerade überlegt, hat die haben ganz andere Klamotten an. Hey, Horatio. I think we got off on the wrong foot. I didn't get a chance to say, but you have my thanks for helping with that Thames folk business. Halt dein Maul. Das hättest du nicht tun sollen. Eve sagt, du hättest mich in die Irre geführt. Sometimes, when a leader is indecisive, all they need is a push in the right direction. My personal motivations aside, do you not see the benefit in researching a cure for tunnel cough? Ich zeig dir schon noch dein Dings. Ja, es würde Wunder bewirken, wenn es um öffentliche Unterstützung ginge. Stellen Sie Eves Führung in Frage? Wie kannst du es wagen, Eves Führung in Frage zu stellen? No, I was merely testing you. Forget I said anything. Right, back to business. How goes the plan? Okay. Hat Eve diesen Plan genehmigt? Yes, no need to shit yourself. I arranged it with her before we left Cable Street. Okay. Jeff ist bei der Expedition dabei. Er sagt die Dinge in Bewegung. Er bringt die Dinge in Bewegung. He actually did everything right for once. Consider me surprised. You can wait downstairs with the others. Ich will einfach nur meine Knarre durchs Gesicht ziehen, dem Vogel. Diesen ekligen. We want to take any chances. We're not ready to fight a war with Camelot. Those other knights must die, lest they make back to the castle.
Optional platzieren Sie eine Falle an der Dingstür. An der Kirchentür. Habe ich denn eine Falle? Ich glaube, das jetzt gut war. Ich weiß es nicht. Da explodieren die doch jetzt, wenn ich eine Bombe... Oh Mann, das war nicht so schlau jetzt. Hätte drüber nachdenken sollen. Aber wir setzen ja eh den Spielstand wahrscheinlich zurück. Wie scheiße ist das denn jetzt? So. I am Horatio Whitehouse, and judging by your wretched smell, you must be Lancelot, real name Robert Lawrence. Who does he think he is? You'll be working closely with my branch to facilitate the acquisition of information. I know who you are, you fascist pig. You won't get anything out of me. Hey, what this are you doing? This is the last okay? time you'll ever hear me speak. Resisting won't help. They all break in the end. Good work. It will certainly pay off in the long run. However, it might be a while before he gives us anything. Take this as payment for now. It should be more than enough to compensate you for dealing with Lloyd. Lancelot had this on him. I think it's the key to his room in the tavern. You may find something to Lloyd's liking there. Thanks for the help. Anything for me? Yes, here. Amuse me. Will you use it to gamble some more? Or pay off the loan sharks? The loan sharks, sir. Thank you. I ran out of new people to borrow from to pay off the previous lenders. Finally! The world has plucked up the courage to tell you that you're an imbecile. May you learn from it. Now, return to your identity as a Camelot levy. Tell them it was a massacre. Tell them Lancelot was captured by, I don't know, cultists. Send them on a goose chase. Good thinking, sir. Will do. So, kehre zu Lloyd zurück. Optional durchsuche Lancelot sein Zimmer. Awake for slumber. Okay, mehr Loot ist hier nicht. Okay. So, wir sollen das Zimmer durchsuchen. Ist das hier in der Nähe? Wenn es in der Nähe ist, können wir das schnell machen. Ja, das ist in der Kneipe drin. Ja, können wir ja schnell mal machen. Mal gucken, was es ist. Dann soll das sein Zimmer. Wir sind eh schon ein bisschen overtime für heute. Also wir machen das noch schnell. Und dann geht es noch kurz zurück zu Lloyd. Und dann ist die Sache gegessen für heute. Dann lass mal kurz noch zu dem Zimmer reisen. Ich mache einen kleinen Schnitt an der Stelle. So, da sind wir in der alten Cheesery. Well done, companion. They won't forget us in a hurry. You should have stayed hidden. Whoa. You've messed with the wrong treasure hunter and her trusty sidekick. I vow. Is someone there? Nein, da ist niemand. Aha. Liebster Robert. Liebster Robert, es kommt mir wie eine Ewigkeit vor, den wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ich werde Rice Clark. Für immer dein Rice Clark. Ah, der war also. Mit einer Rice Clark oder mit einem Rice Clark zusammen. Baronsrüstung, Baronhelm. Pullover-Weste für Kinder. Hier ist ein Bett zum Pennen. Ich sehe sonst hier nichts. Ist abgeschlossen. Optional. Oh,
Konfrontieren Sie Rice Clark. Ja. Wer ist denn Rice Clark? Der war, glaube ich, von der Fifth Column, oder? Hier, es ist ja schlimm, wie bei jetzt zu guter Schichtzeiten bei dem Spiel. Ich glaube, der war bei der Fifth Column. Rice Clark. Können wir auf jeden Fall machen. Er ist der Verräter. Rice Clark ist der Verräter. Hier ist niemand. Raus hier. Was, Kira? What's your poison? Nix. Enjoy. So, Abflug. Auf nach London. Und wir reisen dann gleich zum, nicht zum Strand. Also zum St. George's, genau. Und dabei mal dann die Quest beenden, hoffe ich. Ich mache einen kleinen Schnitt an der Stelle und wir sehen uns dann im St. George. So, dann hier. Zack. St. George. Und ab geht's. So, schnell rein jetzt. Gerade hier der Gewitter ausgebrochen. Zum Glück sind wir gerade angekommen. Ein Glück. So. Du musst mal Rice konfrontieren und dann... Du Pissbirne. Schieß ja auch noch deinen hässlichen Schädel, kannst du wissen. Hey! I hear you report to Eve directly. That's a great honor. Erzähl mir von dir. Kennst du einen Mann namens Robert Lawrence? Ich weiß, dass du der Maulwurf bist, Rice. Du hast Briefe an Lancelot von Camelot geschickt. What? Has Lloyd gotten so desperate that he's accusing people in his own branch? I haven't sent anything to Camelot. Nor any Lancelot. Hm. Vielleicht kennst du einen anderen Namen, Robert Lawrence. Alter Freund, zufällig Camelot-Ritter ist. Fuck. No. Robert can't be with that lot, surely. He was always vague in his letters. But no. I don't believe you. Robert wouldn't get mixed up with people like that. You're winding me up. Leave me alone. Lloyd's investigation has gotten way out of hand. Abgeschlossen. Okay. Oder gib mal ab. Mind where you go. Halt dein Maul. I heard we got Lancelot, but he's not said a single word. Please tell me you or Jeff found something else pertaining to the mole's identity. Rice. Brief. Ich habe diesen Brief in Lancelots Zimmer in der Tarne gefunden. Let me see. This must be some kind of code. But we have Clark's handwriting and Lancelot's identity on record. So this evidence is already damning. Freddy, the mole, is Reese Clark, the captain of the guard. Surely not. He ranked highly on that loyalty test you made everyone do. What's the evidence? I have this letter from Reese Clark to Robert Lawrence. The damn traitor! I'll have him arrested at once! If all goes well, Clark will be executed in a matter of days. You're the best field agent I've ever worked with. Thank you. Here, I want you to have this. It's an heirloom of sorts, but I don't have much use for it behind this desk. Eve requested a meeting with you, which means it's time to give you a report on our branch. Remember who your friends are. Oh, hier, gezackte Art Knight. Ein Griff mit seltsamem Puppenaufsatz. Cthulhu-Griff, hohle Klinge. 137 Schaden. Mwah. Nehme ich. Danke. Meld dich bei Eve. Das kann man natürlich machen. Was soll ich den noch ein bisschen rumschubsen hier? So eine Pissbirne, Alter. So ein Schmierlappen. Er ist der loyalste Typ, den es gibt. Und dann nur einen Satz später. Ich habe hier diesen Brief. Und dann geht's. Dieser Verräter, den bringe ich sofort um. Ist nur, also nur solche Lappen hier. Echt. Also, ganz komische Bande ist das hier. Aber das soll uns, für heute soll uns das egal sein. Aber beim nächsten Mal wird uns das natürlich wieder interessieren. Denn wir sind am Ende von der Folge angekommen. Und ich bedanke mich natürlich fürs Zusehen. In der nächsten Folge sehen wir weiter, wie es mit der fünften Kolumne weitergeht. Und ob wir die endlich mal alle umbringen können. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns in London.